Ja, ich freue mich sehr, dass die Universität jetzt auch die Urkunde erhalten hat, faire Universität, Fair Trade so nach vorne zu stellen. Das ist ein ganz tolles Zeichen und ich möchte erstmal Danke sagen. Also eine Fairtrade-Uni ist eine Uni, die sich mit dem Thema fairen Handel auseinandersetzt. Und das auf verschiedenen Ebenen. Das fängt vielleicht damit an, dass die Studierenden nach der Mensa noch einen Kaffee trinken, der fair gehandelt ist. Dass sie aber auch in Seminaren und in Vorlesungen sich mit dem fairen Handel, mit dem Konsum und den Arbeitsbedingungen da auch nochmal sich mit beschäftigen. Aller Anfang einer Fairtrade-Universität ist die Steuerungsgruppe und die setzt sich zusammen aus aktiven Studierenden, die das Thema voranbringen, begleitet von dem Rektorat plus der Verwaltung, weil es muss immer Leute geben, die so ein Thema vorantreiben und beharrlich sind. Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt als Fairtrade-Universität zertifiziert sind, denn Nachhaltigkeit ist ein Thema, das wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, das für uns wichtig ist und immer wichtiger werden wird. Und viele denken bei Nachhaltigkeit nur an die Umwelt, an die ökologische Belange, aber Nachhaltigkeit hat natürlich auch eine starke soziale Bedeutung. Das heißt, sich kümmern um die Bedürfnisse gerade der Ärmsten. Und das ist ja etwas, was fairer Handel versucht. Mit 38.000 Studierenden, 6.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sie quasi eine Kleinstadt. Sie sind ein Unternehmen und konsumieren auch. Und dazu gehört ja nicht nur der Kaffee, der hoffentlich so weit als möglich fair ist, sondern man guckt, wie können wir in unserer fairen Beschaffung auch den Gedanken von Fairtrade integrieren. Wir engagieren uns im Bereich von Fairtrade schon seit inzwischen fast 15 Jahren, also seit ungefähr 2005 und haben da eine sehr gute Partnerschaft, haben verschiedene Produkte, schon seit sehr langer Zeit Kaffee, Tee, also Heißgetränke, Kakao, Schokolade, diverse Schokoriegel, Kaltgetränke und ja, die Bananen sind so unser nächstes Augenmerk, was wir drauf haben. Wir sind ja auch eine faire Stadt, legen sehr großen Wert auf nachhaltige Beschaffung beispielsweise und insofern passen die Universität und die Stadt Bonn jetzt eben nochmal umso besser zusammen. Aber ich sage auch immer, eine solche Urkunde ist auch ein Auftrag. Sie ist nicht der Endpunkt einer Entwicklung, ja, sondern sie motiviert eigentlich, nach vorne zu gehen und noch besser zu werden. Und wir haben ganz große Herausforderungen vor uns. Man kann uns kontaktieren und dann gerne bei uns mitmachen. Und deshalb, das sage ich jetzt insbesondere zu allen Studierenden, machen Sie doch mit. Überlegen Sie, ob Sie nicht den Kontakt suchen zur Gruppe fairtrade-unibonn.de. Das ist toll, was die da machen und sie verändern damit auch ein Stück an der Uni und vielleicht auch noch mehr. Und ich glaube, sie werden auch viel Spaß haben.